abzukommen, uns nur von willigen Personen zu nähren und Sterblichen zu helfen, anstatt sie zu unserer Beute zu machen. Dann hat er also nicht darauf gehofft, Tamriel zu erobern? Dann hat er mich nicht angelogen. Er ist nach wie vor der Mann, den ich kenne und dem ich vertraue. Er hat natürlich ein paar Dinge ausgelassen, doch damit befasse ich mich ein anderes Mal. Dieses Studierzimmer, das er hatte, es könnte immer noch da sein. Könnt ihr mich zu ihm führen? All dieser Zeit riecht es hier immer noch nach ihm. Habt ihr das Tagebuch gefunden? Was steht darin? Das Tagebuch war immer noch hier? Erstaunlich. Was stand darin? Lasst mich das mal sehen. Das Ritual ist recht simpel. Man zündet einfach ein paar Kerzen an und platziert das Reliquiar. Es sieht aus, als hätte er diese Forschungen aufgegeben, bevor er sie je an einem Vampir testete. Irgendetwas von wegen Lebensenergie und einem zu hohen Preis. Richtig. Zingales muss die Experimente von Verandis weitergeführt und sie verfeinert haben. Wisst ihr, wenn Vampire sterben, gehen unsere Seelen nach Kalthafen, zu Molag Bal. Das könnte unsere Chance sein, Antworten unmittelbar von einem Mitglied des Grauen Rates zu erhalten. Verandis gab sein Leben für Kluftspitze. Und was war sein Lohn? Kalthafen und eine Ewigkeit der Qualen durch die Hände von Molag Bal. Das wird klappen. Das muss es. Geht nach unten und findet das Reliquiar, von dem er schrieb. Trefft mich anschließend in der Ritualkammer. Besorgt das Reliquiar und kommt zur Ritualkammer. Thank you.
Das ist definitiv eine Steinhülle. Zündet die Kerzen an und beginnt das Ritual. Gut, platziert jetzt das Reliquiar. Das Ritual, es wirkt. Daran, seid ihr das wirklich? Muss nähren. Halt, ich bin es, Wendy. Geht es euch gut? Entschuldigt. Dieses Verfahren raubt einem völlig den Verstand. Ich bin so froh, dass ihr lebt. Aber wir müssen reden, Verandis. Natürlich, mein Kind. Lasst uns draußen weitersprechen. Ich hätte nicht erwartet, euch je wiederzusehen, meine Freundin. Nachdem wir an der Unheilsklippe auseinandergingen, hatte ich mich damit abgefunden, eine Ewigkeit in Kalthafen zu verbringen. Doch offenbar stand mein Schicksal noch nicht fest. Ihr und Gwendys habt mich gerettet. Ich bin dankbarer, als ihr euch vorstellen könnt. Das ist bedauerlich. Ich hielt diesen Teil meiner Vergangenheit für tot und begraben. Meine Verstrickung mit dem Grauen Rat endete vor so langer Zeit. Rada Al-Saran und ich waren einmal Freunde. Ich versuchte, ihn davon zu überzeugen, einen anderen Weg einzuschlagen, doch ohne Erfolg. Dann wisset, dass ich es bereue, es nicht eifriger versucht zu haben, Rada Al-Saran und den Grauen Rat zu überzeugen. Vielleicht hätte ich den Krieg abwenden können. Leider werden wir das nie erfahren. Doch warum dieses plötzliche Interesse an uralter Geschichte? Hm? Woher kommt... Ich hätte nicht erwartet, euch je wiederzusehen, meine... Das ist... Dann wisset, dass ich es bereue, es nicht eifriger versucht zu haben, Rada Al-Saran und den Grauen Rat zu überzeugen. Vielleicht hätte ich den Krieg abwenden können. Leider werden wir das nie erfahren. Doch warum dieses plötzliche Interesse an uralter Geschichte? Hm?
Woher kommt diese Obsession, was die Graue Schar angeht? Was? Wie ist das überhaupt möglich? Ach, was sage ich da? Bin ich selbst nicht gerade erst von den Toten wiedergekehrt? Ich muss mir das ansehen. Herausfinden, was die Graue Schar plant. Sobald die Zeit kommt, wird Haus Rabenwacht nach euch schicken. Ich bete darum, dass ihr diesen Ruf erhört. Ich machte mich auf die Suche nach Wissen über die Graue Schar, nur um zu entdecken, dass mein Mentor an ihrer Entstehung beteiligt war. So zornig mich dies machte, fand ich dennoch Trost darin, dass Verandis gegen ihren Krieg war. Und nun ist er zurück. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich habe gehört, was er sagte. Ich bin immer noch verärgert darüber, dass er diesen Teil seiner Vergangenheit geheim gehalten hat. Aber wir kommen drüber hinweg. Irgendwann. In der Zwischenzeit weiß ich wenigstens, dass ich ihm vertrauen kann. Dass er die Ideale des Hauses Rabenwacht nicht verraten hat. Natürlich. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir zulassen könnten, dass uns ein paar Geheimnisse in die Quere kommen. Ich werde ihm helfen, wo und wie ich nur kann. Und sobald wir mehr wissen, werden wir nach euch schicken. Ich könnte mir denken, dass ihr genauso sehr wissen wollt wie wir, wie diese Sache ausgeht. Nehmt dies. Ihr habt es verdient. Dafür, dass ihr mir geholfen habt, mehr über Radha al-Saran und die Graue Schar zu erfahren. Und dafür, dass ihr die Wahrheit über die Verbindung zwischen Verandis und dem Grauen Rat herausgefunden habt. Sobald wir bereit für die nächsten Schritte sind, wird Haus Rabenwacht an euch herantreten. Valfoyen, das ist doch dieses argonische Schlammloch im Osten, oder? Ja.
Mhm.